Wo seid ihr denn? Da. Okay, ich bin vorbereitet. Okay, was haben wir hier? Wächter wütend. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir wollten, glaube ich, hier reingehen, wenn ich mich nicht täusche. Idomat-Wüste. Oder waren wir hier schon drin? Weiß ich gar nicht. Probier mal aus. Moment. Gibt es hier überhaupt ein Terminal? Sieht irgendwie nicht danach aus, oder? Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Ist das ein Fehler? Ach so, hier ist das Ding. Okay. Gut, ich dachte schon. So, dann machen wir eben schnell analysieren. Und mal schauen, ob wir was Neues bekommen. Ja, bereits bekannt. Okay. Dann hat sich das schon mal erledigt. Aha. Mal sehen, was... Boah. Schau mal, wie das glänzt. Sieht echt cool aus. Wow. Glänzt ganz schön. Na, du Kleiner. Also ich habe hier ein paar Tiere schon gescannt. Ich zeige euch das mal. So ein paar Tierchen. Sind jetzt ja nicht außergewöhnlich. Genau. Speichern wäre vielleicht nicht schlecht. Und... Ich habe auch ein bisschen hier zwischendurch hier diese Gravitio-Nobelle eingesammelt. Die, ja, die kann man ganz schön verkaufen. Und vor allem für teuer verkaufen. So. Vielleicht versuchen wir nochmal was zu finden. So, was ist da? Aha, hier ist noch so eine Station. Oder, ja, mehr oder weniger eine kleine Station. Oh, ich bin total falsch gelandet. Aber das macht ja nichts. Komme ich hier hoch? Ja. Mal schauen, haben wir hier noch irgendwelche Tierchen, die wir nicht kennen? Da ist irgendwo ein Tierchen. Hä? Da ist irgendwo ein Tierchen. Das will ich mal eben untersuchen. Wo ist das denn? Bist du es? Ja, du bist es. So. Wo wollten wir hin? Was läufst du denn auf mich zu? Hm? Ich wollte nämlich hier diese komische... Sonde hier aktivieren. Ups. Oh, ich gehe lieber rein, bevor mich wieder Zyklopenroboter-Ding findet. So, einmal hier Überbrückungschip.
Und so. Ha, guck mal, schau mal, der sieht, der weiß genau, wo wir sind. Wir sind durchsichtbar. Der guckt mich gerade an. So. Wir nehmen wieder mal koloniale Außenposten. Boah, ich glaube, ich sterbe gleich. Oh, fuck. Ich glaube, der tötet mich jetzt. Mein Gott. Bleibt doch mal locker. Bleibt doch mal locker hier. Jetzt kommen noch mehr. Komm. Ich habe keine Lust auf euch. So. Multiwerkzeugtechnologie. So, sonst ist hier nichts. Jetzt sagt nicht, die warten auf mich. Doch, jetzt sind die weg. Ups. Ich muss zum Schiff. Ich gehe doch mal lieber zum Schiff. Was haben wir hier? Oh, Emeril. Ich schau mal, wie viel ich mit der Waffe jetzt abbauen kann. Ohne abkühlen zu lassen. Ups. Also wir können jetzt deutlich mehr Material aufsaugen. Das ist schon geil. Mit der Waffe hier. Emily haben wir jetzt aufgesaugt. Okay, jetzt reicht's. Jetzt hau ich ab. Jetzt hau ich ab. Mann, Mann, Mann. Man kann hier nicht mal in Ruhe abbauen. So, Fabrik, Fabrik. Wo ist die Fabrik? Da ist die Fabrik. Mal schauen, was wir hier so vorfinden. Vielleicht finden wir wieder was Geiles. Neues Rezept. Crafting-Rezept oder sowas. Das wäre schon geil. So, gibt's hier irgendwas Tolles? Erstmal speichern. Ups, ich bin voll. Ich bin voll. So. Moment, was kann ich denn wegschmeißen? Ich schmeiß mal hier dieses Geek-Amulett weg. Und bekomme einen Korvax-Würfel. Irgendwas wollte ich hier gucken. Ah, da ist so ein Steinchen. So, Sklaverei. Okay, so, wir kommen hier nicht rein. Dann müssen wir uns eben hier durchballern. So, ich lasse mich jetzt von den Typen hier nicht ablenken. Ich konzentriere mich nur noch auf die Tür. Konzentration. So.
Jetzt können die uns nämlich nicht mehr angreifen. Die können zwar reinfliegen, aber dürfen hier auch nicht schießen. So. Hier haben wir Multiwerkzeugtechnologie. So. Was ist das? Erste Hilfe. Okay, dann lass uns doch mal hier dieses Ding hier lösen. Die Anzeige ist voller Produktrezepte, aber das System stürzt ab. Neben einem Countdown-Timer erscheint eine Fehlermeldung. Datenverlust, Wahrscheinlichkeit, Warnung, Daten speichern. Oh, cool. Ich speichere die Daten vor einem Neustart des Systems. Das Terminal wird sofort zurückgesetzt. Rezept für mikrodichtes Gewebe bereits bekannt. Okay, aber trotzdem. Ansehen haben wir bei den Korvax ein bisschen erhöht. Das kann ja nicht schaden. So, was bist du für einer? Okay, dich kenne ich. Ups. Moment. So. Okay, ich würde sagen, wir fliegen mal zum nächsten Planeten. Bevor wir fliegen, muss ich mal mein Schiff wieder mal aufladen. So. Und vorher speichern. Das ist ganz wichtig. Falls wir da jetzt irgendwie von irgendwelchen Piraten angegriffen werden. So. Wie viele Planeten haben wir schon? Ich glaube, das ist schon der dritte Planet. Wenn ich mich nicht täusche. So, ich würde aber gerne vorher zur Raumstation. Wir müssen nämlich noch was verkaufen. So, da sind wir. Da sind wir angekommen. Schön vorsichtig hier reinfliegen. Mal sehen, wann die ersten Schiffe jetzt hier eintrudeln. Dauert wahrscheinlich. Ja, kommt noch kein Schiff. Hallo, sei gegrüßt, mein Korvax. Ja, Roboter, Lebewesen, was auch immer. So, was können wir denn hier Schönes verkaufen? Und zwar Aluminium, also Aluminium habe ich jetzt nur 50 Stück, kann ich verkaufen. Emeril haben wir ganz schön viel. Da muss ich gucken, vielleicht wenn ich einen guten Preis finde. Gold. Ja, haben wir auch ein schönes Angebot. Wenn wir ein schönes Angebot finden, können wir da auch viel Kohle machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu den Schiffen. Ich glaube, da kriegen wir bessere Angebote. So. Was hast du so zu bieten? Okay, er hat nicht das, was wir... Also er bietet für nichts. Also für Gravitzinobälle bietet er ein bisschen was. Im Plus. Für Gold ein bisschen, aber ist auch nicht so mega viel. Ich guck mal, was der so hat. Der hat ja gar nichts. Hm.
Weißt du was? Komm. Gravitzi-Nobelle verkaufe ich. Das verkaufe ich. Gold. Emeril. Korvax-Würfel. Ja, komm. Weg damit. Sonst, ja. Okay. Cooles Schiff. So ein Ding will ich auch mal gerne mal haben. Aber das wird noch dauern wahrscheinlich. Vielleicht finden wir ja sowas. Mal gucken. Eines Tages vielleicht. So, wo waren wir noch nicht? Hatsukaizum. Da fliege ich mal jetzt hin. 12 Sekunden später. Oh oh, wir werden angegriffen. Okay, dann. Wo seid ihr denn? Da. Okay, ich bin vorbereitet. Los geht's. Und weg. So einfach ist das. So einfach kann das gehen. So, Emeril, Aluminium, Gold, Kupfer, Eisen tue ich mal weg. So. Dann sammeln wir die Dinger doch jetzt mal ein. Ups, da ist schon was verschwunden. Schnell einsam. Nein. Jetzt sind die Dinger verschwunden. Mann. Jo, gefährlich. Wir haben jetzt schon 60 Schiffe zerstört. Was habe ich denn jetzt bekommen? Gold, Emeril, Krolium. Ja, das war's. So, Krolium. Gold, Emeril. Dann hole ich das alles jetzt wieder zurück. Also Aluminium habe ich zweimal. Emeril. Gold. So, Kupfer hatte ich, glaube ich. Ups. Hatte ich noch irgendwas? Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Ich fliege hier auf einen Asteroiden zu. Noch irgendwas? Ach so, Eisen hatte ich, genau. Eisen. So. Okay. Dann fliegen wir weiter nach Hatsukaizum. Hört sich irgendwie so japanisch an. Und ich glaube, ich sollte mein Schild mal reparieren. So, Titan kriegen wir immer wieder. So. Moment, Moment. Bevor ich das mache, bevor ich hier lande, ich mache mal eben kurz einen Scan. So, wir haben jetzt ein verlassenes Gebäude entdeckt. Wahrscheinlich wieder irgendwo ganz weit weg. Ah, ne. Cool. Ziemlich in der Nähe. Das ist gut. So, da habe ich es jetzt endlich mal geschafft, dieses Gebäude zu finden. Oder sagen wir mal, da anzukommen. Das ist manchmal nicht so einfach. Oh, 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 was sind das hier für fliegende Klötze?
Okay, was haben wir hier? Wächter wütend. Ups. Wütende Wächter. Ich gehe schnell ins Haus. Anscheinend gibt es hier super mega heftige Sachen. Also man sieht es ja hier schon an den grünen Symbolen, an den grünen Ausrufezeichen, dass hier anscheinend sehr wertvolle Dinge liegen. Ich gehe mal eben rein. So. Okay, das. Korvax ansehen. Faszinierende Perle. Ja. Ich sag mal, ich weiß nicht. Aha. Das sind Gravizinobälle. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, bevor ich hier dran gehe, hören wir hier an der Stelle erstmal auf und in der nächsten Folge untersuchen wir so ein bisschen diesen Planeten. Also ich bin echt gespannt. Wütende, ja, wütende Wächter. Mal sehen, wie heftig die drauf sind. Mal sehen. Ich habe noch keinen gesehen. Okay, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.